Mich hat ein Snackpack erreicht, und zwar von Snack Habits mit drei verschiedenen Kichererbsen-Snacksorten, ganz neu. Ich bin mega gespannt. Die Produkte sind vegan, proteinreich, 100% natürlich und super crunchy, sowie ölfrei und aus gerösteten Kichererbsen. Allerdings sind die Kichersnacks nicht glutenfrei. Es gibt ja auch viele Kichererbsen-Snacks, die glutenfrei sind, diese aber nicht. Und ich stelle euch die jetzt nochmal einzeln vor. So, hier haben wir den ersten Snack, was ein bisschen verwirrend ist. Die Sorten, die stehen immer auf der Rückseite. Das ist nämlich hier die Sorte Pure, also pur. Und hier seht ihr einmal die Nährwerte. Also die sind, wie gesagt, sehr proteinreich. 23,9 Gramm Protein auf 100 Gramm. Wenig Zucker, 4,22%. Und diese Sorte ist wirklich pur, nur aus Kichererbsen. Und ja, würde ich auf jeden Fall Rezept-Toppings kreieren. Nun die nächste Sorte, wie ihr sehen könnt, die sind etwas rötlich, denn It's Hot, das ist die Sorte It's Hot. Hier seht ihr einmal noch die Nährwerte. Und diese Sorte ist aus Kichererbsen, Weizenmehl, Paprikapulver und Salz. Also bin ich mega gespannt. Sehen super, super lecker aus. Und die letzte Sorte, das sind dicke, runde Bällchen. Die sind am allergrößten. Das ist die Sorte Crispy. Die hat etwas weniger Protein wie die anderen beiden Sorten. Und diese ist aus Kichererbsen, Weizenmehl, Zucker, Stärke, Salz und Maltodextrin. Wie ihr sehen könnt, der Zuckergehalt ist demnach wesentlich höher wie bei den anderen beiden Produkten, aber immer noch jetzt im Vergleich zu richtigen Süßigkeiten gering auf 100 Gramm. Ich werde auf jeden Fall berichten, welche der drei Sorten mir am besten schmeckt. Und ich mache direkt mal eine Umfrage. Würdet ihr eher die Sorte pur probieren? It's Hot oder Crispy? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe auch eine kleine Überraschung, denn es wird ein kleines veganes Snack-Gewinnspiel mit Snack Habits geben.